Hallo. Hallo. Hallo? Ja. Ja, einen schönen guten Tag, Sherif. Mein Name, melde mich aus der Firma Energy World. Ich spreche mit Herrn Ralf Sieghardt. Einen Moment bitte. Ralf, Telefon. Keine Ahnung. Sieghardt, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Sieghardt. Sherif, mein Name, melde mich aus der Firma EW Energy World. Ich grüße Sie. Guten Abend. Herr Sieghardt, es geht darum, Sie haben sich am 28.04. Eingetragen bzw. an einer Online-Haushaltsbefragung teilgenommen. Da ging es um Heizungsmodernisierung und staatliche Förderprogramme für Ihr Eigenheim. Ist das richtig? Das ist schon so lange her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber wenn Sie das sagen, wird das schon richtig sein. Okay, anders gefragt. Haben Sie denn vor, Ihre Heizung zu erneuern oder grundsätzlich etwas zu modernisieren? Grundsätzlich ist das natürlich immer eine interessante Thematik, weil diese Altgeräte verbrauchen ja ungeheure Mengen Ressourcen. Wie alt ist denn Ihre Heizung? Ich fürchte, das geht bis ins letzte Jahrhundert zurückgefühlt. Also ich habe dieses Haus von meinem Großvater übernommen, seitdem einmal ein paar kleinere Neuerungen eingeführt, aber die Gesamtanlage dürfte 60 Jahre alt sein. Okay, dann ist es natürlich, ja, langsam aber sicher wird es schon Zeit. Gut, schauen wir doch einfach mal. Also es gibt die Möglichkeit der stromerzeugenden Heizung, also die nicht nur Wärme, sondern zukünftig auch ihren Strom liefern wird. Das Ganze wird auch vom Staat mit bis zu 16.000 Euro sehr stark gefördert, Herr Sieghardt. Meine Aufgabe ist es, mit Ihnen herauszufinden, ob Sie und Ihr Haus dafür in Frage kommen, beziehungsweise ob ein Vororttermin bei Ihnen Sinn machen würde. Eine Heizung, die Strom erzeugt. Ja, das ganz ist genau. ja revolutionär, davon habe ich noch nicht gehört. Ganz genau, die ist auch ganz neu. Sie würden halt durch das Heizen auch Ihren Strom mitproduzieren, wovon Sie selbst beziehen. Der Stromüberschuss wird dann ins öffentliche Netz eingespeist, wo Sie wiederum für vergütet werden. Und womit wird diese Anlage betrieben? Mit Erdgas. Mit Erdgas? Das heißt, ich werde mir quasi einen Erdgasanschluss dafür zunutze machen, meinen Wärme- und meinen Energiebedarf zu decken. Ganz genau. Wie verhält sich das denn momentan mit den Gaspreisen? Ist das da ähnlich schrecklich wie mit den Strompreisen? Ich glaube nicht so schrecklich wie die Strompreise, aber wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, da kriegt man leider nichts umsonst und es wird von Jahr zu Jahr teurer. No? Man kann nur schauen, wie man am besten davon profitieren kann. Und in dem Fall kommt halt eine solch eine stromerzeugende Heizung ziemlich gut, dadurch, dass sie an den Energiekosten sparen um 50 bis 60%. So das viel! Ist letzten Endes ganz genau so viel. Was war das denn gerade? Das ist ziemlich viel, genau. Ist da gerade etwas passiert bei Ihnen? Nee, ich hab, meine Arbeitskollegin hat mich gerade erschrocken. Das ist ja unerhört. Da müssen Sie sofort mit Ihrer Tastatur zurückschlagen. Das stimmt, das sollte ich lieber. Versuchen Sie, die linke Schläfe zu treffen in einem 90-Grad-Winkel. Ich habe Erfahrung in solchen Techniken. Das wird Gegner außer Gefecht setzen. Nein, so gemein möchte ich natürlich nicht sein. Es sollte ja nur ein Späßchen sein. Aber Sie verteidigen sich ja nur. Sie handeln ja aus der Defensive heraus. Haben Sie recht. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Selbstverständlich. Ich bin ein großer Anhänger der Komödie. Das freut mich. Ja gut, also Herr Sieghardt, ist es denn interessant für Sie, dass Sie einfach mal schauen, ob das für Sie in Frage kommt, wenn Ihre Haltung doch so alt ist? Wenn ich jetzt quasi so ein autonomes System bekomme, dass sich mein Haus quasi selber unterhält, ist das natürlich durchaus interessant. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, schaffen wir das ja technisch vielleicht so weit, dass mein Haus sich selbstständig ausbaut. Nee, so weit wird es nicht kommen. Das ist schade. Aber immerhin. Also, immerhin. Okay, also bei Ihnen, um was für ein Objekt handelt es sich denn? Ist das ein Ein- oder ein Mehrfamilienhaus? Das ist ein alter Hof sozusagen. Alter Hof. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie sieht Ihr Haus aus? Ja, das ist mal ein Bauernhof gewesen und darauf steht eben ein Gutshaus. Also ein riesiges Einfamilienhaus. Ein riesiges Einfamilienhaus mit Ziegenstall. Mit Ziegenstall sogar, okay.
Wie viel Quadratmeter werden bei Ihnen beheizt? Oh, das Gesamtgrundstück, das ist ja uninteressant. Ich glaube, es sind 240 oder 260 Quadratmeter. Okay, dann geben wir mal 240 geben wir lieber ein, mindestens. Gut, Sie heizen mit welchem Brennstoff? Wir heizen hier überwiegend mit Holz. Mit Holz, okay. Ist die Heizung denn wassergeführt? Wie meinen Sie das? Also läuft die Warmwasserbereitung über die Heizung, über den zentralen Heizkreislauf, oder wie machen Sie Ihr Warmwasser? Nein, da ist ein zentraler Anschluss an das Wassersystem gegeben. Ich muss nicht erst Feuer machen, wenn ich duschen möchte. Wir haben Warmwasseranschluss. Okay. Also es läuft das über die Heizung, okay. Und das Holz, kriegen Sie das da umsonst oder wie läuft das da ab? Mein Freund, die Kettensäge und ich sind sehr geschickt darin, den nötigen Brennstoff zu organisieren. Ich verstehe, okay. Gut, da muss ich Ihnen allerdings sagen, also wenn Sie Interesse haben in Bezug auf die Heizung, müssten Sie auf das Holz komplett verzichten. Wäre das denn überhaupt eine Option für Sie? Ich könnte das Holz dann jetzt statt zu verbrennen, verkaufen oder lustige Sachen daraus bauen. Das so wäre möglich, aber wären Sie auch dazu bereit? Wenn es einen Vorteil für mich ergibt, bin ich natürlich immer für Neuerungen bereit. Okay, gut. Was verbrauchen Sie denn an Holz durchschnittlich im Jahr? Ich habe das noch nicht nachgewogen, junge Frau. Wissen Sie nicht, wie viele Raummeter das sind ungefähr? Nein, ich habe da draußen eine entsprechende Überdachung angefertigt und alles, was ich erbeute, wird da abgelagert. Ich messe das nicht nach, da ich es nicht kaufe. Oh, okay, das ist natürlich schwer. Wir brauchen nämlich eine Basis, worauf wir halt die Berechnung erstellen können. Wie können Sie das denn in Erfahrung bringen? Wie viel Sie da verbrauchen. Also ich kann Ihnen mitteilen, ich bin mathematisch sehr interessiert, dass mein Holzschuppen 10 Meter lang und 3 Meter hoch ist. Und ich verbrauche im Jahr umgeschlagen circa 3 dieser Stände. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, von einem vergleichbar großen Wohnraum auszugehen mit einem Stromanschluss. Ja, nee, mit Strom würde das leider nicht gehen. Also, oder mit Gas. Wir reden ja von Gas, das hatte ich schon wieder vergessen. Bei der Gasthematik werde ich immer leicht nervös. Warum? Ach, da gibt es eine Geschichte in meiner Jugend, die ich nicht näher ausführen möchte. Ah, okay, verstehe. Ja, ne, das geht natürlich nur Sie was an. Haben Sie natürlich vollkommen recht. Gut, also, Herr Sieghardt, ich brauche letzten Endes den genauen, oder groben Verbrauch in Raummetern, was Sie halt an Holz benötigen jährlich. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht können Sie das in absehbarer Zeit mal in Erfahrung bringen, wenn möglich. Oder ich weiß nicht. Ich habe hier bei meinem Freund Dr. Google im weltweiten Internet eine Methode gefunden, das zu errechnen. Okay. Lassen Sie mich schauen. Wir haben 240 Quadratmeter. Da schauen wir mal, was das berechnet. Das ist ein Jahresverbrauch von 1824 kWh, wenn wir von Gas ausgehen. 1824. Das kann nicht sein. Aber warum? Wenn, dann müssten das 18.400 noch was. Oder 241 oder wie auch immer. Aber es können keine 1821 oder 24 sein. Dann habe ich dieses Pünktchen falsch gedeutet. Dann sind es mit Sicherheit 18.000. Und wie haben Sie das denn jetzt berechnet? Na, hier ist ein Generator. Da trage ich ein, wie viele Quadratmeter ich habe und dann drücke ich auf Umrechnen. Mhm. Okay. Mit was für einem Holz heizen Sie denn? Das ist diverses. Mal sind das Möbel, mal sind das Paletten, manchmal sind das Bäume aus dem Stadtwald. Manchmal ist es das Häuschen vom Förster. Okay. Gut. Wie hoch ist denn Ihr Stromverbrauch? Oh, mein Stromverbrauch, der beläuft sich auf, ich glaube, 4.500.
Ich erinnere mich, dass mein Haushälter neulich eine solche Zahl erwähnt hat, als er die Bankgeschäfte für mich erledigt hat. Okay. Gut, also in Bezug auf das Holz muss ich nochmal was sagen. Also die Heizung, um die es geht, kostet um die 30.000 Euro, müssen Sie sich vorstellen. Ja. So, falls Sie dann, ich weiß nicht, Sie müssten halt auf das Holz verzichten, das ist gar keine Diskussion wert, das ist Fakt. Müssen Sie halt mitbedenken, okay, die Heizung, Sie werden zukünftig mit Gas heizen, zahlen erstmal 30.000 Euro, erhalten dann Fördergelder und die restliche Summe würde dann über eine Finanzierung laufen. An sich ist es alles kein Problem, schön und gut, aber ich muss gewiss sicher sein, dass Sie auf das Holz verzichten würden, weil ich sonst keinen Spezialisten rausschicken kann, weil, falls Sie das vorhaben, irgendwie günstiger mit, also als Holz an irgendetwas ranzukommen. Ja. Holz ist das günstigste überhaupt. Und Sie kriegen das auch noch umsonst. Also überlegen Sie sich, ob Sie jetzt auf Ihr kostenloses Holz verzichten für eine 30.000 Euro Heizung. Allerdings, die sich da wirtschaftlich lohnt in Bezug auf die Energiekosten etc. Oder ob Sie auf Holz weiterhin bleiben und damit weiterhin heizen. Wie viel Strom erzeugt denn ein solches Heizmodell über ein Jahr hinweg? Das müsste man berechnen. Dafür sind unsere Fachberater da, die anhand ihrer zu beheizenden Fläche, des Verbrauchs etc. einfach genau berechnen können, okay, in Ihrem Haushalt, wie viel wird denn überhaupt erzeugt? Das hängt ja auch davon ab, wie viel Sie verbrauchen, logischerweise. Ja. Ja. Das müsste man halt schauen, aber wie gesagt, ich sage Ihnen das im Voraus. Ja. Und wenn das für Sie interessant ist, können wir gerne einen Termin vereinbaren. Ich möchte nicht den Spezialisten für den Kaffee trinken rausschicken. Ne? Für Sie ist der Termin natürlich kostenlos, Kunde ist König, allerdings sind das für uns knappe 500 Euro, die wir da ausgeben. Und letzten Endes sollen die sich lohnen. Ist ein Flug in diesen Zeiten schon so günstig, dass der für 500 Euro hin und zurück kommt? Ah, so günstig, aber wenn man überlegt, dass sie täglich um die 5 Termine anfahren, unsere 30 Spezialisten, und vergessen Sie nicht, wir sprechen gerade von einem Tag, wenn man das mal summiert, ist es schon eine gute Summe, was dabei rauskommt, ne? Das heißt, er wird dann in diesem Tag eben nur Kunden in Italien anfahren. Nee, also ganz Deutschland halt. Aber es kostet trotzdem Geld. Es kostet unseren Unternehmen Geld. Wir sprechen aber gerade über mein Landgut in Italien. Ach. Sie sprechen über ein Haus in Italien? Ja. Oh, das wäre zum Beispiel nicht möglich. Aber warum? Ja, weil es nicht geht. Ja, kann man also, das nicht das dahin Objekt liefern? Nee. Sie müssten das Objekt selbst bewohnen, um das es geht, um überhaupt auch die Fördergelder in Anspruch nehmen zu dürfen. Das tue ich ja von Zeit zu Zeit. Nee, aber ja, aber wir sind ja nicht in Italien. Ja, aber wir leben doch in einer globalisierten Welt. Da wird man doch so eine Heizung nach Italien verschiffen können, wenn ganze Armeen und Panzerdivisionen um den Globus geschickt werden können. Ja, schon, aber die Heizung wird ja bei Ihnen eingebaut, also dafür zahlen Sie doch. Ja, selbstverständlich, dazu bin ich auch bereit. Okay, verstehe Moment, nicht, wo das Problem liegt. Ja, okay, Moment, ich muss nachfragen. Jawohl. Herr Siekert? Ja. Ich habe gerade nochmal nachgefragt und es ist leider nicht möglich bei uns, die Heizung ohne die Fördergelder in Anspruch zu nehmen, weil wir halt da wirklich Zusammenarbeit sind mit der KfW und BAFA. Und ja, diese Voraussetzung, diese Möglichkeit ist leider nicht gegeben. Das heißt, die machen nur ein Geschäft mit mir, wenn die mir Geld geben können. Das ist doch rein rechnerisch völliger Quatsch. Ich kann dazu leider nichts sagen. Das ist nämlich nicht meine Aufgabe. Ich kann Ihnen nur sagen, was möglich ist und was nicht. Ich hätte Ihnen natürlich sehr gerne weitergeholfen, aber wenn da die Vorschriften was anderes sagen, kann ich natürlich nicht kann ich jetzt nicht daherkommen und sagen, nee, ich mach das mal anders, ne? Welches Genie in Herrgotts Welt hat diese Verordnung denn erlassen? Ist das wieder dieser Göring gewesen? Göring? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist das eine interne Regelung bei Ihnen oder ist das eine gesetzliche Grundlage?
gesetzliche Grundlage. Das ist ja schrecklich. Aber stehen wir nicht stehen wir nicht über dem Gesetz? Nee, leider nicht. Ich dachte, Sie haben da eine gewisse Autorität bei Ihnen in der Firma. Ganz genau, natürlich. Es gibt immer einen, der über den anderen steht, oder nicht? Das ist in der Tat richtig. Das gilt für Personen, wie für Firmen, wie für... Oh mein Gott, ich werde gerade von meinem Kaninchen bedroht. Einen Moment bitte. Ich habe es eingefangen. Möchten Sie ein Kaninchen? Nee, ich möchte kein Kaninchen. Aber warum? Aber ich bedanke mich... Nee, ich möchte kein Kaninchen. Herr Siekert, ich werde es so weitergeben. Es hat mich gefreut, ich hätte Ihnen gerne weitergeholfen, aber es ist nicht möglich. Trotzdem, wie gesagt, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und ja, vielleicht klappt es ja mit der Heizung irgendwann mal. Ich werde weiter fleißig Holz hacken. Auf jeden Fall. Viel Erfolg. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Hi.